Mahlzeit, ich bin wieder zurück aus der kleinen Pause und es geht weiter mit natürlich Satisfactory und ja, unserem Update 6 und unseren damit verbundenen klitzekleinen Umstellungsproblemen. Habe ich tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt, dass sich da ein Rezept geändert. Genau. Ein recht herzliches Hallo für alle, die dazugekommen sind und danke für die Geduld, für alle, die gewartet haben. Allen mega viel Spaß beim Schauen und ja, ich mache mal hier fleißig weiter, ne? Genau. So. Jetzt wird das lustig, genau. Ne, meine Gewehrmunition konnte ich leider nicht mehr so in der Form weiter produzieren lassen. Das hat nicht funktioniert. Die Munition, die ich da momentan drin habe, ist leider oder hat leider zur Grundlage die andere Munition. Deswegen muss ich halt mal schauen. Die Welt ist halt nicht nur friedlich. Das ist das Problem. So. Und jetzt muss ich schauen, wo kriege ich was her? Was habe ich gesagt? Genau. Also, ich brauche Schwerölrückstand. Und den muss ich mit diesem Schwarzpulver da irgendwie zusammenführen. In einer Raffinerie. Wie sagt man so schön in Süddeutschland? Scheiß die Wand an. Ich bin gerade schwer überfragt. Ich muss erstmal schauen, Schwerölrückstand kriege ich ja von der Ölquelle. Das heißt, ich muss erstmal irgendwie zur Ölquelle einmal kurz. Und mal schauen. Ja, sehr, dass die anderen Produktionen alle noch so sind, wie sie sein müssen. Wir werden sehen, ne? Wenn nachher irgendwas ausfällt, irgendwelche Totalausfälle, vielleicht sogar das Energienetz, weil der Reaktor stehen bleibt oder so. Okay. Aber die anderen Maschinen sehen alle noch sehr, sagen wir mal, agil aus. So. Gucken wir mal kurz hier rein. Wie jetzt? Sind die jetzt alle auf Modus A umgestellt oder? War doch eigentlich auf Modus B. Ja? Voilà. Bin ich ja auch. Ja. Ich bin doch im Tower-Lager, also ist doch alles gut. So, dann wollen wir mal. Einmal zur Ölquelle muss ich. Oder zu den Ölquellen müsste ich eigentlich mal dahin schreiben. Und dann mal schauen, was hier so rüberkommt. Ich meine nämlich den Schwerölrückstand. Ich habe ja die Produktion sind ja hier etwas anders aufgebaut. Weil ich mache ja aus Rohöl mache ich ja erstmal das Material. So, und aus dem Material mache ich ja dann. Kommt ja dann der Schwerölrückstand? Ah ja, genau. Der Schwerölrückstand, den müsste ich, habe ich das nicht schon gemacht? Nicht mal gefällt.
da gesprengt oder so? Wächst das einfach wieder nach. So. Genau, hier hatte ich Schwerrückstand nämlich schon weitergeführt letzte Mal und habe das hier reingeführt. Und hier verpacke ich den. Und dann wandert der erstmal in dieses Lager gerade. Ah, das war's aber auch schon. Okay. Das heißt, den muss ich jetzt noch abtransportieren. Der muss rüber. Gut, gut. Das könnte ich ja hiermit tun. Ich bräuchte den jetzt theoretisch nur auf dieses Band setzen. Dann würde er nicht im Schredder landen, hoffe ich. Das muss ich nachprüfen. Das war ja mein Ausweichband, was ich hatte. Ging das nämlich hier hin. Und dahin und darunter und... Nee, also das Band landet direkt im Schredder. Das darf nicht sein. Wann intelligent das bitte? Aber das ist ja auch kein Problem. Ja, jederzeit auf dieses Förderband mit aufspringen. Ne? Da wird schon mal eine Menge übers Band geschickt und da wird eine Menge... Das heißt, ich muss auf das untere Förderband. Irgendwie mit drauf. Das ist doch total easy. Das ist doch eigentlich total easy. Ich setze mir hier einen Fusionator. So, der kommt nach hier. Da muss ich irgendwas mit Ringshift. Schiff war das, ne? So, ne? Also, laufen die durch? Hier, laufen durch. Das Problem ist, das kann sein, dass die wirklich nur durchlaufen. Aber gut. Bevor ich da jetzt das andere allerdings anschließe, dafür bräuchte ich dann übrigens einen Förderlift. Moment, den habe ich doch auf Band, den habe ich doch auf der 0, ne? So. Näher ran. Yep. So. Ja, und das muss ich dann gleich da anschließen.
Gleich später sozusagen. Wäre zumindest schon mal vorbereitet. Ja, jetzt probiere ich was aus. Mal weg. Und schon scheint das nicht mehr durch. Wunderbar. Okay, das passt. Hoffe ich. Jetzt einigermaßen. Direkt wieder voll. Okay. Speichert? Ja, genau. So, bevor ich das anschließe, muss ich jetzt allerdings drüben erstmal den Empfang vorbereiten, wie man so schön sagt. Es kommt ja alles schön über diese Förderbänder her. Von hinten kommt gar nichts mehr, ne? Okay. Naja. Ein bisschen Platz für schwerer Rückstand ist dann noch zwischen. Gut, dann darf ich jetzt einmal zurück. Gut, oder was? So? Voilà. Das hatte ich Ölquelle 1 genannt. Jetzt alle neu setten oder was? Muss ich das jetzt verstehen, warum das nicht geht? Garage. Tower Lager geblieben. Weg. Ah, okay. Tower Garage. Mal gucken, was da los ist. Ich glaube, ich habe den versehentlich gelöscht, den Namen. Das heißt, dass ich alle neu einstellen muss. Aber das ist ja kein Hexenwerk, ne?
Ah ja. Auerlager. Rückwelle. Die ist jetzt auch nicht mehr da, oder wie, oder was? Ist ja nicht mehr da. Das verstehe, wer will. Okay, Tower Lage existiert auf jeden Fall wieder. Dann gehe ich mal kurz zum Betrieb 1. Vorne. Das funktioniert. Ja, und Ölquelle 1 ist weg. Okay. Ja, da muss ich dann einmal quasi von Hand hin, also zu Fuß hin sozusagen. So, nee, zu Fuß nicht. Mit dem Hypercube kann ich da hin. Ein Hypercube hingebaut, glücklicherweise. So, dann schauen wir doch mal. Irgendwo da unten kommt es nämlich an. Da kommt alles an. Genau, da wird aufgeteilt auf Polymerharz und Gummi. Genau. Da wird auf Überschuss Gummipolymer als Kunststoff, genau. Das ist die Mitte. So, und jetzt muss ich noch den Schwerrückstand irgendwie rauskriegen. Hochkriegen, so. Geht da hoch und dann darüber und dann geht es ins Lager. Okay, habe ich verstanden. So, dann könnte ich doch hier eine Aufteilung machen. Was ärgerlich, ne? Dass ich den Weg abgebaut habe. Okay. Na. Ich gehe hier hoch.
würde sagen, genau hier zwischen. Jupp, genau. Also hier muss ich einmal abzweigen. Da benötige ich einen intelligenter Splitter, reicht. Genau, ich muss ein Material abspannen. So. Dann brauche ich genau hier den Durchlass. Passt. So, und dann natürlich. Dort hinein, ja. Dafür muss ich jetzt aber erstmal den einstellen. So, Mitte beliebig, das hat er ja schon mal. Links ist nichts, genau. Und auf rechts wäre dann der Schwerölrückstand. Nee, ich glaube. Muss auch noch irgendwo die Sicherheitseinrichtung machen für. Jetzt kann ich das so machen, warte mal. Doch auf Ebene 2, der ist auf Ebene 4. Ja, das geht. Ich muss ja auch irgendwo den, ich sag jetzt mal zur Sicherheit noch diese Rückführung machen, beziehungsweise die. Den Überschuss von dem Schwerölrückstand irgendwie vom Band holen, dass der mir nicht das Band verstopft, wenn der Strang voll ist. Das wäre natürlich schlecht. Also brauche ich natürlich auch erstmal, weil es ja im laufenden Betrieb ist, erstmal die Entsorgung. War, glaube ich, Schredder, ne? Das wäre theoretisch. Lang. Es geht da hoch.
Ah, okay. Ja, passt. Genau, das ist der Sicherheitsschredder sozusagen. Und jetzt kann ich das Ding passend programmieren. Jetzt kann ich sagen, na, was geradeaus ist immer beliebig. Nach rechts kommt der Schwerrückstand. Ne? Ölrückstand. Ah ne, das ist aber haha verpackter. Ist das? Verpackter Schwerölrückstand kommt hier rein. Nicht vertun. Genau. Verpackter Schwerölrückstand und auf der anderen Seite kommt der Überschuss hin. Damit wäre die Line hier auch gesichert. Hier habe ich überall noch die MK4-Förderbänder, sehe ich gerade. Ich baue zwar hier schön MK5 an, aber stimmt, in der Halle läuft alles auf MK4. Zumindest hier unten. Sehr schön. Okay, das muss ich natürlich jetzt noch weiterbauen da oben. Aber kann ihm hier schon mal sagen. Von wo kommt denn das? Wie das Gummi hin? Gummi, Polymerharz geht durch die Mitte. Okay. Und dann kann ich hier noch eine Regel hinzufügen. Und die wäre dann. Verpackter Schwerrückstand. Jo, läuft. Und hier müsste ich dann da, wo Gummi hinläuft, dann muss ich den Splitter tauschen. Da muss dann auch ein Programmierbarer hin, ne? Jetzt so aber nicht. Dann muss ich das so machen. Geradeaus Polymerharz ist okay. Und nach rechts beliebig. Rechts könnte ich dann einfach Überschuss machen oder so. Landet ja alles Unbestimmte rechts. Oh nein, oh nein, oh nein. Moment passiert da noch nichts, oder? Landet, glaube ich, alles im Lager, hoffe ich. Wieso? Genau. Rechts ist Kunststoff. Links ist Überschuss. Okay, wieso kam jetzt hier Kunststoff raus, geschossen? Frag mich mal, du.
Könnte eigentlich gar kein Kunststoff drin gewesen sein. Muss ich jetzt auch noch überprüfen natürlich, ne? Jetzt muss ich auch noch hier checken, wo geht das jetzt genau hin und verstopft das eventuell irgendwo. Ich meine, das würde direkt zum Lager gehen. Ja klar. Es läuft da alles wieder zusammen. Okay. Grundlage ist geschaffen. Muss ich jetzt schauen, wo das rauskommt. Und muss das weiter nach oben verbinden. So, ja. Dann bin ich auch schon auf der richtigen Etage. Null. So, müsste das eigentlich passen. Okay. So, dann muss ich natürlich hier jetzt eine den schweren Rückstand hier auspacken. Genau. Und hier muss theoretisch eine Raffinerie hin. Nicht nur theoretisch, praktisch auch, sonst passt das nicht so. Also muss jetzt erstmal die Lampe weg. Muss weg. Auch weg. Somit muss natürlich die mit der verbunden werden. So, genau. Da muss hier ein bisschen Boden raus. Ja gut, erstmal die Raffinerie irgendwie hier hinpflastern. Und dann mal gucken, wie das passt. Mann, ist die groß. Passt hier gar nicht hin. Passt hier gar nicht hin. Und nu? Und jetzt? Was nu? Zu groß? Die ist viel zu groß.
Sieht's denn da drüben aus? Ich glaube, da drüben in der Halle war noch Platz. Mann. Das ist ja doof. Okay, also muss ich mal da drüben schauen. Von da geht runter, geht dann hier durch. Ja. Machen wir mal hier ein Loch in die Wand. Guten Tag. Oh. Große Halle, sehr große Halle. Da oben ist noch Platz. Dann baue ich das da oben hin. Dann kann ich aber auch. Nö, ich gehe hier oben durch. Das ist okay. Das war natürlich. Wenn ich schon mit irgendwas hier rüber gehe, dann mit. Moment, ich brauche jetzt erstmal eine Wand. So viele schöne Wände und ich brauche das da. Ach komm, das ist auch egal, dann nehmen wir halt. Ja? Oh! Die Wand da hingebaut. Das sollte eigentlich auf der Null sein. So, jetzt ist besser. So, hier packe ich natürlich nicht aus jetzt, ne, sondern hier geht es jetzt erstmal weiter. Ziemlicher Quatsch, was ich hier gerade mache. Könnt ihr doch mit dem direkt auf Höhe. So. Dann brauche ich den nicht.
denn jetzt hingebaut? Dann draußen? Ne. So, dann brauche ich hier das Förderband. Von da nach da. Genau. Und hier muss ich dann einfach im Bogen rum und dann dahin. Genau. Juhu. So. Der produziert klassisch nach. Das geht von da nach da und das von da darüber. So. Was muss ich jetzt machen? Von da nach da. Und von... Ah, okay. Sich nach oben. Das wird natürlich jetzt auch wieder lustig. Da ist, glaube ich, zu dicht an der Wand. Ich denke mal, da muss er hin. Es kann natürlich sein, dass das für das Förderband, für die Förderlifte immer noch zu dicht ist. Bin mir nicht sicher. Aber ne, das passt. Ne, es passt nicht. Hä? Moment. Ich dachte, das wäre immer noch zu dicht an der Wand. Das kann aber eigentlich nicht sein. Doch. Ist nicht dicht genug an der Wand. So dicht muss das an die Wand, damit das passt. Das ist nahezu unglaublich. Eigentlich, ich da reinkomme und das in die Richtung drehe, geht das? Geht, okay. Ja, cool. Dazu, einmal hier rein und einmal da hinten habe ich sehr hohe Hallen, eben wegen der vielen Raffinerien und so, ne? Ja, dass das da drüben nicht reingepasst hat, gut vorstellen. So, jetzt zwei Sachen. Jetzt muss ich natürlich einmal das Zeug, was von drüben dann kommen wird, hoffe ich.
Und natürlich jetzt erstmal auspacken, ne? Da, Umfüllanlage. Genau, die brauche ich. Wenn ich die da hinbaue, passt das mit dem Förderband nicht. Also kommt die da rein. Ja, da gefällt es mir. So, da muss er jetzt fest rein. Also kann ich einen Förderlift anschließen. Warum schließe ich einen Förderlift an? Ganz simpel und einfach. Ich möchte gerne hier noch drunter durchlaufen können. Möchte ich ja in den meisten Hallen. Entsprechend kommt jetzt natürlich hier auch noch ein Förderlift hin auf die Höhe 3. Und dann wird eine Verbindung geschaffen. So. Ich darf mal raten. Oben hätte hier wahrscheinlich auch Sinn. Dann kann ich ihm schon mal sagen, dass der bitte den verpackten Schwerrückstand auspacken soll. Ne? So. Nee. Nein, 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 nein. Da, entpacken. Schwerrückstand entpacken. Da muss ich hin. Ja, da bleiben jetzt wieder leere Kanister über. Mimimi. Das ist ja doof. Mache ich denn jetzt wieder mit denen? Ja, was mache ich mit den leeren Kanistern? Brauchen tue ich die hier nicht wirklich. Wie groß ist denn so ein Schredder? Ja, mal gucken. Erstmal kommt jetzt hier die Raffinerie hin. Erstmal die wesentlichen Sachen. Raffinerie. Nee, doch so rum. Ist eigentlich falsch rum. Ich baue das mal so. Okay. Machen wir hier die gleiche Brücke.
Ich gehe sogar noch ein Stück höher, das ist eine gute Idee. Na. So, und dann 1, 2 höher. Ne? So. Genau so muss das. So, dann muss ich jetzt natürlich mit einem was so passt, schauen wir. Oh je. Oh je, oh je. Was hab ich da gemacht? Jo, also dann geht das hier wunderbar von dem nach darüber. Okay. So, hier, Nano, hier kann ich ihm schon mal sagen, dass er herstellen soll. Auch schwaches Pulver. Genau, so, dann haben wir das doch schon mal. Wenigstens einen Teil haben wir dann schon mal. Ne? Das Lustige hierbei ist natürlich, dass das rauchschwache Pulver direkt verpackt ist, ohne dass wir eine Verpackung machen mussten. Aber pst, nicht weiter sagen. So. Okay, das heißt, das haben wir. Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Da fehlt ja noch was, ne? Genau. Bin natürlich jetzt noch die Entsorgung für das was da hin? Ja, tut. Kommt das raus? Das kommt da raus. Okay. Ziemlich genau da kommt es raus. Und wenn ich den ein bisschen näher stelle, so ungefähr, dann eckt der auch nirgendwo an, richtig? Ne, tut er nicht. Sehr schön. So, den kann ich dann zum Beispiel da kann ich noch mal Energie anbringen. So, das kann nach so, ne? Den jetzt einen Anschluss da oben. So quasi auf der Rückseite.
So ist das gut. Okay. Ja, der füllt da schon mal ordentlich auf. Das finde ich gut. Und die Schwererückstände, die muss ich jetzt natürlich noch hier rüber holen, ne? Na, dann kann der nämlich auch schon mal hier anfangen zu produzieren. So, und natürlich hier nicht zu vergessen, das Müllförderband für die Container. Warte, er speichert. Er speichert. Ja, dann muss ich natürlich komme ich immer den direkten Weg. Muss natürlich jetzt irgendwie nach unten und muss einmal rüber zur Ölquelle. Da habe ich mir ja wohl irgendwie meinen Transporter kaputt gemacht. Jetzt wüsste, was nach wo ginge. Ich versuche das mal hier. Falsche Richtung. Kann ich hier nicht auch umdrehen? Und direkt wieder die Kaffeetasse in der Hand, ne? So. Hypercube-Ölquelle läuft. Okay, dann los. Jetzt sogar Hypercube-Ölquelle dran. Ist nur nicht so schön zu sehen, weil ich das so dicht an der Decke lang gebaut habe. Oh. Die Bäume sind wieder da. Oh Mann. Dennoch gut, dass ich den gebaut habe. So, ich bin wieder draußen und direkt rübergerotzt worden bis zum Fließband. Okay. Einmal kurz gucken, was hier mit war. Das ist er. Den habe ich versehentlich kaputt gemacht, genau. Jetzt sollte der eigentlich auch wieder funktionieren. Aber ich kann natürlich jetzt in Hinblick darauf, dass ich das vernünftig verbunden habe, alles, keine Fehler gemacht habe, wie auch wahrscheinlich. Müsste das jetzt normalerweise funktionieren mit dem Transport? Wusch, da kommen sie.
Ja, 3 pro Minute. Ja. Drüben brauche ich aber eigentlich 10 pro Minute, ne? Ich weiß noch nicht, ob der die Menge, die ich dann hier abzwacke, nicht eventuell zu Stromausfällen führt. Weil die eigentlich ziemlich sauber durchlaufen hier, ne? Ja, passt schon. Das passt schon alles. So. Das fügt sich hier nahtlos ein. Das ist sehr schön. So, einmal landen. Oh, es hat funktioniert. Ich bin wieder hier. Und jetzt zum Betrieb einzeln. Zack. Ja. Da wandern sie schon schön durch, die schwere Rückstände. Ja gut, jetzt. Die anderen, die verschwende ich jetzt natürlich, mehr oder weniger. Das heißt, die landen praktisch im Schredder. War es nicht schlimm. Ist nicht schlimm, können die ruhig. Ich habe mir übrigens überlegt, dass man eine, ich sage jetzt mal, relativ sichere Anlage aufbauen kann, ohne dass es irgendwelche Überschussrückstaus gibt oder sonst was, indem man einfach die ganzen Flüssigkeiten vorher verpackt, dann an der richtigen Stelle wieder entpackt. Und alles, was dann zu viel ist, von da aus einfach quasi als Überschuss abführt. Du kannst ja leider keinen Überschuss abführen aus dem Flüssigkeitskreislauf. Aber wenn es erstmal verpackt ist, dann geht das. Also theoretisch könntest du an den Ölquellen erstmal alles einpacken. Ne? Dann lieferst es weiter irgendwo hin, wo auch was auch immer gebraucht wird. Da entpackst es wieder. Allen Überschuss Schredder. Also theoretisch, wenn du immer so einen kleinen Überschuss vorhältst dann davor, dann ist jede Anlage im optimal ausgelastet und nichts verstopft. Gleich wieder voll und dann geht der Rest wieder Richtung Lager und somit Richtung Schredder. Fällt mir übrigens gerade auf. Ich den dann hier theoretisch gar nicht gebraucht hätte. Obwohl, das kann ich ja relativ simpel machen. Ich kann ihm ja sagen, mach mal nur Gummi. Ja, tada. Geht doch. Dann habe ich nicht so einen großen Rückstau auf dem Sammelförderband. Okay, das passt. Das passt.
Ob der jetzt natürlich da oben produziert, kann ich natürlich so jetzt gerade nicht sagen. Das müsste ich mir anschauen. Der auf jeden Fall, der packt hier fleißig aus. Das mit den 20 pro Minute hat sich dann auch bald erledigt. Macht dann halt bald auch nur noch 3 pro Minute. Haut aber 20 pro Minute raus. Was braucht er? 10 pro Minute. Dann können wir doch hier schon mal auf 50% reduzieren. Takt 50. So, dann sind wir bei 10 pro Minute. Die der sowieso nachher nicht mehr kriegt. Aber das spielt ja jetzt erstmal keine Rolle. Nur was der produziert, das muss natürlich jetzt erstmal auch noch mal irgendwo hin, ne, bald. Aber der wird jetzt erstmal voll. Damit ist das dann auch gut. Erstmal gut. So. Jetzt muss ich mir dann halt überlegen, wo ich Kupfer herkriege, damit ich dann endlich auch wieder Patronen herstelle. Und diese Patronen muss ich dann weiterentwickeln zu den Suchpatronen, genau. Okay, dafür jetzt aber erstmal noch mal ein kurzes Päuschen von ein paar Minuten und dann geht das hier weiter. Bis gleich.